SoccerWatch TV bietet eine vollautomatisierte Kamera, die euer Spiel ohne Kameramann mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz live aufzeichnet und überträgt. Die Installation der Kamera ist sehr einfach. Alles, was ihr benötigt, ist ein Stromanschluss und eine Internetverbindung mittels LAN oder SIM-Karte. Vor Ort wird kein Server benötigt. Die Grafiken im Stream und der Spielstand werden aus der Ferne vorgenommen. Mithilfe unserer vielseitigen Tools könnt ihr Spielanalysen sofort und unkompliziert an eure Mannschaft verschicken und sogar auf euren sozialen Netzwerken teilen. Die Spiele deines Vereins sind sowohl live als auch nach Abpfiff der Partie auf unserer Homepage www.soccerwatch.tv in den kompletten 90 Minuten oder aber als Highlight-Video abrufbar. Schau dir jede Szene, alle Tore, Fouls und Emotionen noch einmal genau an. SoccerWatch TV ist jederzeit über dein Handy, per Tablet und auf dem Desktop verfügbar. Am bequemsten ist es, wenn du unsere App einfach runterlädst, dann kannst du sofort loslegen. Ein weiteres Schmankerl ist unser Coaching-Tool. Damit haben Trainer die Möglichkeit, ihre Spiele wie bei den Profis in der Bundesliga zu analysieren, Szenen präzise zu bearbeiten und einfach zu einem Videoclip zusammenzuführen. Diesen könnt ihr dann an eure Spieler zum Abruf simpel per WhatsApp oder Mail verschicken und sie so bestens auf die kommende Partie vorbereiten. Aber das Allerbeste, dein Verein kann mit unserer Kamera sogar Geld verdienen. Dafür müsst ihr nicht mal etwas machen, denn wir übernehmen die ganze Arbeit. Dazu gibt es zwei einfache Möglichkeiten. Die Paywall. Wir setzen die Live-Übertragung deines Vereins auf unserer Homepage hinter eine Bezahlschranke. Die Fans melden sich dafür simpel an und zahlen einen Betrag, um auf die jeweilige Partie und ihre Highlights zugreifen zu können. Der Gewinn daraus teilen wir mit euch 50-50. Eine weitere Möglichkeit bietet das digitale Sponsoring. SoccerWatch TV bietet eurem Verein dabei 4 verschiedene digitale Werbeplätze. Sowohl auf der Vereinsseite als auch im Livestream, in der Wiederholung oder im Highlight kann die Werbung problemlos platziert werden.